Gedanke getragen von Sehnsucht. Wir gemeinsam gestalten unsere Zukunft. Ein herzliches Grüß Gott an alle da draußen und natürlich an unseren Gast Peter Schmuck. Hallo Peter, ich freue mich, dass du hier bist und auf ein Gespräch mit dir. Hallo Gerhard, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Prima. Ja, vorab möchte ich einen kleinen Abriss deiner beruflichen Laufbahn sagen. Ich verlinke auch dann in der Beschreibung deine Homepage. Da sind sehr viele Details da enthalten. Du hattest in den 70er, 80er Jahren Psychologie und Hochschulpädagogik studiert, Dissertation an der Humboldt-Universität in Berlin und Habilitation in Göttingen erfolgten in den Jahren danach. Im Weiteren hattest du mehrere Professuren in den verschiedenen Fachbereichen der Psychologie inne. Parallel dazu gab und gibt es für dich ein weiteres Arbeitsgebiet oder Arbeitsfeld, das Nachhaltigkeitsmanagement. Auch hier warst du und bist du als Dozent tätig. Insgesamt gibt es von dir ca. 120 Publikationen zu den oben genannten Themen. Ich denke, die Nachhaltigkeit ist jedoch gegenwärtig zu einem Dauerthema bei dir geworden. Und darüber wollen wir uns jetzt eigentlich nachher unterhalten, auch wenn die Psychologie sicherlich ein treffliches und wichtiges Thema für ein Interview wäre, denke ich, dass wir das Thema Nachhaltigkeit uns dem Thema Nachhaltigkeit uns widmen sollten. Ja, interessant wäre für mich eigentlich, wie bringst du die Psychologie und die Nachhaltigkeit miteinander in Verbindung? Sind es zwei Gebiete, die ineinander irgendwo stimmig sind oder sind einfach die Fachbereiche der Psychologie durchaus auch mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft? Die Nachhaltigkeit ist ja eine Vision, ein Gedankengebäude, das seit 200 Jahren etwa in Köpfen von Menschen drin ist. Seit 30 Jahren ist diese Agenda 21 verabschiedet worden von fast allen Präsidenten der Länder, damals unterschrieben worden. Ja, und der Witz ist ja, dass eine Vision, die kann ja nur entstehen und ausgefeilt und weiter verfolgt und präzisiert werden, wenn Menschen sich darüber Gedanken machen. Und die Gedanken von Menschen ist Gegenstand der Psychologie. Und das ist so rein formal die Überschneidung. Also ich denke schon, dass man sagen kann, dass das stimmig zusammenpasst, diese beiden Bereiche. Ich habe auch vor 20 Jahren mittlerweile das erste Buch darüber veröffentlicht, Psychology of Sustainable Development, der erste Sammelband zu diesem Bereich, den man quasi auch als ein Teilbereich der Psychologie seit 20 Jahren sehen kann, betrachten kann. Ja, und da gibt es endlos viel zu sagen. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, natürlich spielt nicht nur die Kognition, also das Denken von Menschen eine Rolle, die sich eine neue Vision ausdenken und daran herumbasteln, gedanklich erstmal, damit sie dann in die Realität kommen kann. Natürlich spielen auch Emotionen eine große Rolle und die Motivation von Menschen, da sind wir bei der Ethik. Das sind alles Dinge, die in der Psychologie Kerngebiete sind und die brauchen wir, wenn wir einen guten Weg in die nachhaltige Gesellschaft der Zukunft finden mögen. Also man muss es schon miteinander sehen, dass die Gebiete ineinander einfließen. Und das zeigt ja auch aus deinem Arbeitsleben raus, dass du da sehr starke Verbindungen zu beiden hast und die wunderbar kombinieren konntest, denke ich, ne? Ja, genau. Wir haben einen Studiengang initiiert vor, auch schon wieder 10 Jahre her, haben wir den konzipiert und da geht es um Nachhaltigkeitsmanagement. Du hattest es schon erwähnt. Und bei dem Nachhaltigkeitsmanagement, also bei einem Studienfach, in dem es darum geht, wie wir denn nun die neue Gesellschaft konzipieren und vor allem in die Praxis bringen,
Auch da ist wieder die Psychologie und die Ethik ganz zentral. Und in dem Studiengang an der Hochschule Eberswalde, ja, haben wir ganz, ganz starke, also die psychologische Basis und auch die ethisch-philosophische Basis für das Nachhaltigkeitskonstrukt, für diese Vision, haben wir stark im Fokus, weil wir glauben, dass ohne eine Reflexion dessen, was in uns Menschen vorgeht, auch wenn jetzt wir als Menschen, sagen wir mal, die jetzt nicht in der Wissenschaft tätig sind, wenn wir das erste Mal von Nachhaltigkeit oder von diesen neuen Ideen hören, dann ist ja die Frage, wie kommt das an? Wie wird das aufgenommen? Was wir tun, damit das umgesetzt wird, diese wunderbaren Ideen? Ja, das ist Psychologie, pur angewandte Psychologie. Ja, und das ist auch die Herausforderung, vor der wir heute stehen. Wir brauchen eigentlich ein Studium Generale, in dem alle Menschen, von der Schule angefangen, vor allem aber an den Hochschulen, die Psychologie und die Nachhaltigkeit gemeinsam erfahren und sich anschauen und das mal durchdenken und durchfühlen, inwieweit das zusammenhängt. Und da kommen wir ja vielleicht auch schon zu dem Thema, was uns heute vor allem bewegt, diese Gemeinwohllobby und diese wunderbaren Gedanken des Respektes vor allem Leben. Das ist für mich die Basis des gesamten Geschäftes, das wir vor uns haben. Und natürlich die Gemeinwohlökonomie. Das sind für mich ganz zentrale Themen, die wir in der Gemeinwohllobby beim Wickel haben und die sich auch in der Psychologie und in der Nachhaltigkeit und in der Psychologie der nachhaltigen Entwicklung, die dort ganz zentrale Themen sind. Okay. Du schreibst ja zurzeit noch an einem Buch oder bist mittendrin. Ich weiß es jetzt nicht genau. Den Arbeitstitel dürfen wir sicherlich verraten. Die sterbende Gesellschaft und die daraus entstehende neue Gesellschaft. Magst du uns da ein bisschen was davon erzählen? Ja, gern. Also die sterbende Gesellschaft, das klingt natürlich erstmal etwas dramatisch, aber ich glaube tatsächlich, dass die Spielregeln der alten Gesellschaft keine Fortführung zulassen. Ja, das merken wir. Ja, wenn wir uns den Zustand dieser Welt heute anschauen und wenn wir uns vor allem überlegen, dass seit 30 Jahren diese Gesellschaft, in der wir leben, seit 30 Jahren gibt es diese Absichtserklärung, man müsse jetzt mal nachhaltig werden. In Deutschland haben wir einen Rat für Nachhaltigkeit. Und wenn wir sehen, was in diesen 30 Jahren, aber auch in den vielen Jahrzehnten davor, in der wir in dieser Gesellschaft, die jetzt so aufgestellt war und wie sie heute noch ist, was da alles passiert ist, dann müssen wir konstatieren, also bis Anfang 90 gab es ein zunehmendes Artensterben und riesige Umweltprobleme, die immer größer wurden. Und seit 1990, seit dieser grandiosen Absichtserklärung, der Titel war Agenda 21, in Rio de Janeiro von allen Staatschefs unterschrieben, seitdem hat sich da nichts dran geändert. Ja, die großen Hauptindikatoren sich anschaut, na, Klimawandel, Artensterben und alle möglichen anderen. Dann diese Abfallberge, die Plastikberge in den Weltmeeren. Also das ist eine Entwicklung, die nur einen Schluss zulässt. Das, was da passiert ist, also die Regeln der Gesellschaft, die das zu verantworten hat, die sind nicht zukunftsfähig. Punkt. Ja, und das ist praktisch der erste Teil des Buches, in dem wir auch vielen Menschen, gutgläubigen Menschen, leider den Zahn zu ziehen versuchen, dass diese alte Gesellschaft reparierbar ist, ist sie aus meiner und der Ansicht meines Co-Autoren nicht. Die ist nicht reparierbar oder reformierbar oder modifizierbar wieder mal. Das wird seit Jahrzehnten, seit Generationen versprochen und es passiert aber nicht das, was da versprochen worden ist, sondern die Lage wird immer dramatischer, auch wenn wir an die Kriege, Anzahl von Kriegen pro Jahr als Indikator nehmen. Ja, es gibt nicht weniger Kriege, sondern es ist eine konstante Anzahl von furchtbaren Dingen, die auf dieser Erde passieren. Ja, das ist das erste Drittel dieses Buches, in dem wir also beschreiben, was da läuft und warum das also sehr, sehr, sehr problematisch ist, was da läuft. Ja, und die zwei Drittel des Buches aber, das ist dann die andere Seite der Medaille, das Plus, das Positive. Da beschreiben wir, wie das gemacht werden kann, wie wir Autor Richard und ich, wir haben beide Erfahrungen sammeln können in vielen Ländern und auf vielen Gebieten des Zusammenwirkens von Menschen. Und da beschreiben wir einfach, was da an psychologischen Grundlagen notwendig ist zu wissen. Das beschreiben wir in Kurzfassung. Und wir beschreiben die Baustellen der entstehenden Welt, die überall aus dem Boden sprießen. Das ist also ein
treiben auf unserer Welt, wo ich kaum noch hinterherkomme, obwohl ich Fulltime, also den ganzen Tag nichts anderes tue, als zu versuchen, das alles auf den Schirm zu bekommen, was überall passiert. Ja, es gibt endlos viele Entwicklungen. Ja, gestern gerade habe ich die Bürgergenossenschaften entdeckt. Natürlich wusste ich vorher, dass das Wort und so ein paar Genossenschaften gibt es, aber ich wusste noch nicht, was ich dann gestern recherchiert habe, dass es also, dass das auch eine Form ist, in der die neue Gesellschaft organisiert werden kann. Also es ist ein Riesen, es ist wie eine Maiwiese, auf der die Blumen hochgehen. Ja, das ist und ja, das beschreiben wir in den anderen zwei Drittel dieses Buches. Und ja, ich freue mich, wenn das Buch auf interessierte Leser stößt. Wir schreiben das für vor allem für junge Menschen, die nach Orientierung suchen. Und wir schreiben es diesmal Englisch, werden es aber auch in andere Sprachen übersetzen, ins Deutsche. Ja, so dass das der Jugend der vielen Länder unserer Welt verfügbar ist. Sehr schön. Wann wird es veröffentlicht? Ich hoffe, dass wir es noch bis Weihnachten schaffen. Vielleicht wird es aber auch erst Winter oder Frühjahr. Also wir sind near final, sagen wir auf Englisch. Also fast am Ende. Okay. Noch ein paar Bilder und die Quelle noch ordentlich raus. Ja, super. Ja, dürfen wir schon mal gespannt sein. Ja, du bist ja im Grunde genommen nicht nur Theoretiker, also aus der Wissenschaft rausgeboren, sondern du bist auch ganz stark engagiert am Aufbau von sogenannten Energiedörfern. Das ist ja eigentlich ein ganz heißes Thema, also heiß im wörtlichen Sinne auch in unserer Zeit. Was konkret geht da vor sich, beziehungsweise wie muss man sich das vorstellen? Du führst Beratungen durch, du bist aber irgendwo aktiv auch mitten im Geschehen drin. Ja, vielleicht darf ich das kurz historisch schon aufrollen. Das, weil wir schon vor 20 oder vor 25 Jahren streng genommen haben wir angefangen. Wir ist ein Team an der Uni Göttingen. Ja, wir waren der Zeit etwas voraus. Wir haben damals gesagt, wir brauchen in unserem Land Dörfer, die nicht abhängig sind von Erdöl und Erdgas aus anderen Ländern, weil wir damals schon gesehen haben, dass dass viele Kriege um diese Rohstoffe gehen. Ja, und es ist uns gelungen, nach 5 Jahren etwa das erste Dorf umzubauen, also natürlich mit den Menschen gemeinsam. Wir haben da halt nur die reingegeben, Beratung gemacht. Das erste Dorf im Landkreis Göttingen, haben dann in den folgenden 5 Jahren nochmal 5 weitere Dörfer im Landkreis Göttingen begleitet auf dem Weg in die Unabhängigkeit Strom, also was die Energieressourcen für Strom und Heizenergie angeht. Und inzwischen haben wir 200 solche Dörfer in Deutschland, die also Energie, also die Heizenergie und auch den Strom, den sie selber benötigen, nicht mehr aus Ressourcen aus Arabien oder Russland oder sonst woher bestreiten, sondern die mit den Ressourcen, die vor Ort sind, arbeiten und die mit diesen Ressourcen auch auskommen. Viele von denen produzieren auch viel mehr Energie, als sie selber brauchen. Also die versorgen auch die Nachbardörfer gleich noch mit. Du sagst, ich bin mittendrin, das ist tatsächlich, ja, ich bin zwar schon im Ruhestand, also offiziell jedenfalls, aber mehrere Kollegen, die jetzt gerade eine Beratungsfirma aufbaut, die Ines Wilkens, und sie berät ja mit mir gemeinsam, wenn es das Schicksal so will und das, die Biologie das zulässt, aber ich denke, ein paar Jahre werde ich noch aktiv sein können. Ja, wir beraten dann halt Dörfer, die Menschen in Dörfern. Jetzt sagen, ja, 20 Jahre haben wir jetzt ein bisschen verpennt, aber jetzt wollen wir das eigentlich auch, was es schon in 200 Dörfern Deutschlands gibt. Und die werden wir beraten, wie man das machen kann. Ja, und wenn du noch Details fragst, aber die Zeit nicht ganz reichen. Also wir benutzen einfach Sonne, Wind und Bioenergie, die in der Region da sind, und kombinieren das so miteinander, dass nach den Bedingungen der Region, in der das Dorf liegt, diese Dörfer ihre Energie gewinnen können. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Modelle, Kombinationen, aber darüber brauche ich auch gar nichts sagen, denn es gibt eine Internetplattform, die heißt energiewendedörfer.de, und dort kann man das alles im Detail nachlesen. Ja, und wenn jemand von den Hörern Interesse hat, gerne an uns wenden, ja, an die Ines
Events oder also, nicht. Genau, wir werden es auch verlinken unten in der Beschreibung. Das ist, ich habe es auch schon mal angeschaut. Da gibt es auch noch, glaube ich, eine andere Seite, Kommune Zukunft oder Zukunft Kommune. Zukunftskommunen, ja, danke, dass du es ansprichst. Das ist eine andere Plattform, auf der 67 Kommunen in Deutschland porträtiert sind, die die Energie auch beim Wickel haben, also neue Energieversorgung aufbauen oder aufgebaut haben. Das sind nur Kommunen, die Erfolge aufweisen, nicht Kommunen, die tolle Absichtserklärungen gemacht haben. Und die haben auch über Energie hinaus noch andere Lebensbereiche. Also nehmen wir die Landwirtschaft zum Beispiel. Ja, gemacht, also Gentechnik dort verboten zum Beispiel und dafür Ökolandwirtschaft aufgebaut oder fairer Handel oder Generationen miteinander, ja, mehr Generationenhäuser gebaut. Also die Siedlungen und die Städte und die Gemeinschaften und Kommunen der Zukunft, die bereiten die vor, indem sie mit Sturmschritt an verschiedenen Stellen dieser Entwicklung schon sehr aktiv sind. Ja. Die Seite heißt zukunftskommunen.de und dort kann man sich je nachdem, wo man in Deutschland lebt, kann man sich anschauen, wo die nächste Kommune dieser Art ist und kann dann dort vor Ort sich anschauen, wie das die Bürgergruppen und die Bürgermeister in diesen Zukunft. Ist es eigentlich bezüglich der Energieversorgung, die in den Dörfern gemacht wird, sind dann da jedes Mal zentrale Kraftwerke oder ist es ein Verbund von privaten, also zum Beispiel Solar auf Dächern von den Häusern oder einfach ja ein Verbund von Energie Anschlüssen, die hier zusammengeführt werden? Es gibt alle Kombinationen, alles, was du genannt hast, gibt es praktisch. Der Prototyp sind Dörfer, die ein Wärmenetz sich neu legen, an dem alle Häuser des Dorfes angeschlossen sind. Und dieses Wärmenetz wird dann gespeist von einer Dorfzentralheizung mit Biomasse und auch mit Solarthermie. Ja, also Holz und auch Biogas kann man dann verwenden, um die alle Häuser zu heizen. Ja, du weißt ja vielleicht, dass die Heizenergie das etwa das 4- oder 5-fache beträgt von der Elektroenergie, die in Siedlungen gebraucht wird. Also das ist der größte Batzen, das größte Problem ist die Heizenergie. Ja, die haben wir damit im Sack, mit über dieses Nahwärmenetz in Dörfern. Und ja, Strom hatte ich genannt. Woran wir jetzt gerade arbeiten, sind auch ist auch eine Lösung des Treibstoffproblems. Ja, man kann auch Treibstoff aus heimischen Rohstoffen gewinnen. Ja, das ist ein ganz neues und spannendes Thema. Kann man aber alles auf der Webseite sich anschauen. Ja, und das. Ja, und was es noch gibt, was du auch mit in deiner Frage enthalten hattest, sind auch Verbünde von Dörfern. Das nennt man dann Regionalwerke. Okay. In Bayern zwei, direkt bei München, ich glaube Ebersbach hieß das, und das andere ist dann weiter Richtung Österreich, Kirch an Schöring. Das sind Verbünde von mehreren Dörfern, die solche Konzepte haben und die sich jetzt auf der nächsten Ebene schon wieder zusammenschließen und damit noch stabiler auch sind in ihrer Versorgung, weil sie auch für die Nachbardörfer, also die Nachbardörfer füreinander da sind sozusagen. Wie darf ich mir das vorstellen, wenn so eine Beratung stattfindet? Läuft es zunächst mal über die Gemeindeverwaltung, dass mit denen geredet wird, ob da überhaupt Interesse da ist oder kommen die auf euch zu? Und wie werden die Bürger eigentlich mit beteiligt an dem ganzen Projekt? Ja, da gibt es wieder alle Modelle. Also es gibt Fälle, in denen fitte Bürgermeister die Initiatoren sind. In vielen Fällen sind das aber auch Bürgergruppen, die ihre Verwaltungsmannschaft, also die Frauen und Männer in der Verwaltung, auch dann dafür begeistern. Das kommt auch vor. Es gibt auch Fälle, in denen Firmen, die in Dörfern auch ansässig sind, ja, etwa in dem Dorf Feldheim gibt es eine große Firma, die dort arbeitet, die also mit erneuerbaren Energien, und wo dann die große Firma mit dem kleinen Dorf eine Vereinbarung trifft und das Dorf dann mit reinkommt. Also es gibt verschiedene Initiatoren, Gruppen, von denen die der Umbau ausgeht, aber
der Bürgermeister muss natürlich immer dabei sein, ne? weil der ja zuständig und verantwortlich ist für sein Dorf. Mhm. Und die Bürger, wie kriegen wir die Bürger rein? Ja, das war wieder eine Frage, die vor allen Dingen in unserem Team interdisziplinär, die dann wieder an die Psychologie ging. Wie kriegen wir das hin, dass die Menschen eines Dorfes sich auch öffnen und sich begeistern lassen für so eine Idee? Ja, das haben wir gemacht mit großen Dorfversammlungen, in denen wir die Leute nicht nur belabert haben, wie toll das ist, sondern wir haben sie gefragt, ob sie auch Bedenken haben, ja, bezogen auf so eine neue Lösung, welches die Bedenken sind, haben dann die Bedenken ausgeräumt. Und vor allem haben wir sie aber, das ist auch wieder Psychologie eigentlich, wir haben sie gefragt, wie lange wollt ihr noch von Herrn Putin oder von irgendwelchen arabischen Fürsten oder Vezieren, wie lange wollt ihr von denen noch abhängig sein, ja, mit eurer Wärmeversorgung? Und dann haben wir gemeinsam ausgerechnet, wie viel Geld ins Ausland geht. Ja, da muss man bloß 100 Häuser eines Dorfes, ja, pro Haus 3.000 Euro und das Rohstoffverbrauch für die Heizung etwa pro Jahr. Ja, und das mal 100, da sind wir bei 300.000 Euro, ja, die aus irgendeinem kleinen Kuhdorf Richtung Südosten oder Osten gehen. Und dann fragen wir einfach in die Runde, ja, wie lange wollt ihr das noch machen und euch abhängig machen? Ja, und heute sehen wir ja, wozu es führt. Ja. Ganz hellen Köpfe, die können heute in ihren Wohnungen sitzen, die warm sind und wo keine Preissteigerung anstellt. Da schließen sich eigentlich gleich noch zwei Fragen an. Wie lange dauert eigentlich so ein Projekt, bis es freigegeben werden kann? Und wie teuer kommt sowas? Ja, was kommen da für Kosten auf die Menschen zu, beziehungsweise wie wird es amortisiert oder wie läuft es eigentlich? Ja, das erste Dorf, der Prototyp, da haben wir 5 Jahre gebraucht, das war sehr zäh. Das Schnetzdorf, ich glaube, die haben es in einem halben oder dreiviertel Jahr geschafft. Das war dann einige Jahre später, wo man dann schon, da hatten wir schon lange Leitfäden geschrieben, kochbuchartig, dann ging das deutlich schneller. Ja, das, was am meisten Verzögerung hervorruft, sind so die Genehmigungsprozesse, ja, und die Bauplanung. Das dauert natürlich viele, viele Wochen. Ja, und wie das Ganze dann läuft, also das Finanzielle, da kann ich jetzt hier keine Zahl sagen. Also ich kann nur sagen, es ist im Millionenbereich. Ja, es ist also ein kleines Dorf vielleicht 1, 2, 3 Millionen, größeres Dorf 5 Millionen, was man an Investitionen braucht. Und wenn du jetzt fragst, naja, und wie wird das finanziert? Es gibt immer eine Mischfinanzierung aus Förderung, aus Eigenanteil, aus Krediten. Und wenn man dann natürlich noch fragt, die ganz harten Ökonomen fragen immer, naja, wie lange dauert das, bis sich das rentiert und bis alle zufrieden sind? Naja, jetzt sehen wir ja, ja, das kann wahnsinnig schnell gehen. Ja? Also die schlau genug waren, das noch vor den aktuellen Krisen in Gang zu bringen, die hat das wahnsinnig schnell amortisiert, weil wenn Sie jetzt mal die jetzt explodierenden Kosten dagegen rechnen. Ja. Und wir haben es aber immer so kalkuliert in unseren Projekten. Wir hatten extra ein Ökonomenprojekt mit drin. Der hat so lange gerechnet, bis die Hürde für einen Einzelhaushalt nicht höher war als die Anschaffung einer Heizung für ein Haus. Ja, ein Einfamilienhaus, wenn das eine neue Heizung bekommt, das sind etwa 5.000 Euro. Das weiß jeder Häuslerbauer und Häuslerbesitzer. Und wir haben es hinbekommen, die ersten Dörfer praktisch nicht über die Hürde zu bringen. Also die Menschen in den Dörfern, die umgebaut worden sind, in vielen Dörfern, die haben nicht mehr investiert, wenn man es auf die Familie runterbricht, auf ein Haus, als 3.000 Euro oder 5.000 Euro. Naja, also ich denke, die Zukunft, ihr habt ja jetzt schon so viele Projekte. Übrigens erstaunlich, ja, ich weiß es nicht, vielleicht hört man in Mainstream da noch zu wenig davon. Es gibt sicherlich durchaus auch schon gute Artikel, ja, aber es ist noch sehr im Verborgenen, ja, und es ist für mich faszinierend, dass, wie du erzählst, dass da eigentlich schon so viele Projekte entstanden sind. Und ich glaube, ihr habt so eine interaktive Landkarte auf der Webseite, wo man schon überall sieht, wo da diese Projekte laufen, ne? Also es ist höchst interessant. Da vielleicht noch eine Frage. Wenn also das Projekt fertig ist, beendet ist und die Versorgung läuft, geht es übergangsmäßig die vorhergehenden Anbieter,
der Energieformen, wie auch immer, ja, werden die da mit konfrontiert, werden die abgeschalten oder wie läuft es eigentlich? Also ist zwar sehr detailliert jetzt, aber vielleicht doch interessant. Ja klar, weil das interessiert ja im Prinzip jetzt so gut wie jeden, also außer den Leuten in den 200 Dörfern, ist das ja für fast alle anderen ein Thema. Deswegen gerne eine Antwort darauf noch. Ja, jetzt müssen wir die Frage nochmal stellen und das rausschneiden. Die Frage war? Wie reagieren eigentlich die bisherigen Anbieter? Werden die jetzt einfach weggeschaltet oder gibt es da eine Vereinbarung oder eine Übergangszeit? Und nach Abschluss, wenn das Projekt also dann voll reif da ist, muss das ja irgendwie koordiniert werden. Ja, die bisherigen Versorger muss man aufteilen in Strom und Wärme. Die Wärmeversorger, die werden einfach abgeschaltet, die braucht man nicht mehr. Also man stellt die Gas- und Öllieferung in das Dorf, die können eingestellt werden, wenn die Menschen an der neuen Dorfzentralheizung sich beteiligen. Da muss man natürlich im Vorfeld gucken, ja, ob der bisherige Lieferant im Kleingedruckten drinstehen hat. Man darf erst eine Kündigungsfrist von 3 Jahren oder sowas. Ja, das muss man natürlich sich anschauen. Aber normalerweise, also bei Öl ist es ganz einfach. Ja. Bei Öl ist ja niemand verpflichtet, Öl zu kaufen. Das kann man von einem Jahr aufs nächste einfach aussetzen. Und beim Gas ist es etwas komplexer. Ja, da muss man sich die Verträge anschauen, in denen die Leute drin sind. Wie lange man Kündigungsfrist hat. Beim Strom ist es zurzeit noch so, dass der Strom, der in den Anlagen entsteht, dass der ins öffentliche Netz eingespeist wird. Und weil man beim Einspeisen mehr Geld bekommt, als der Strom, den man kauft. Deshalb ist das das übliche Modell. Aber hier sehe ich auch eine Entwicklung vor uns, dass wir irgendwann diesen Strom dann auch regional verwerten, verbrauchen können. Der Strom gehört ja den Menschen, die ihn produzieren. Ja. Ja, und im Moment wird er üblicherweise verkauft. Aber das sind Verträge von maximal 20 Jahren, die wir da eingegangen sind. Also nach 20 Jahren ist jetzt auch frei, über diesen Strom auch selber zu verfügen. Und das wird dann vielleicht auch die Zukunft sein, dass wir von diesen zentralen Versorgung, was Energie angeht, wegkommen zu einer immer mehr regionalen Versorgung. Nur nochmal nachgefragt, Windenergie ist also nicht drin in dem Portfolio? Ja, es gibt kein Portfolio. Wir nennen das Energiewende Dörfer und was die Menschen in den Dörfern machen, das müssen die selber entscheiden. Also es gibt zum Beispiel die Option, auch Kleinwindräder zu bauen. Ja, ich selber habe war beteiligt am Bau von einigen Kleinwindrädern. Ja, die 5 Menschen in 5 Tagen zusammenschrauben, bis hin zum Wickeln der Spulen. Das hat nichts zu tun mit diesen Megamaschinen, die wir haben, die du wahrscheinlich im Hinterkopf hast. Wenn Dörfer diese riesigen Anlagen gern haben möchten und die auch selber finanzieren und die Naturschutzbelange dabei in Betracht sind, dann finde ich, ist das auch eine Option, die man damit reinbauen kann. Ja, also wir haben in unserer 20-jährigen Arbeit haben wir mit Windrädern nicht gearbeitet, aber natürlich werden die eine Rolle spielen im Energiemix der Zukunft. Schon, okay, gut. Ja, das ist alles wahnsinnig interessant und ich hoffe, dass sich hier in den regionalen Zentren, ach übrigens da noch eine Frage, wie schaut es denn mit Städten aus? Kann man da sowas auch machen oder ist ja eine Nummer größer? Man kann vermutlich nicht den gesamten Energiebedarf einer Stadt in der Stadt erzeugen, aber man kann in Städten viel, viel, viel mehr erzeugen, als zurzeit an erneuerbaren Energien dort gewonnen wird. Ja, es gibt so viele Städte, die hässliche Südwände haben. Ja, ich sehe das immer, wenn ich mit der S-Bahn durch Berlin oder durch München oder sonst wo lang fahre, sehe ich riesige Südwände, die keine Fenster haben. Die kann man zum Beispiel einfach mit Solar, also mit Photovoltaikplatten energetisch nutzen. Es gibt endlos viele Gebiete in Städten, die nicht genutzt werden, die auch keinen Erholungswert haben. Also sowas wie Böschungen von Bahndämmen oder so etwas. Die kann man überall Energie gewinnen, auch in Städten. Die Dächer sind, natürlich gibt es schon viele PV-Anlagen, aber da ist auch noch ein riesiger, ungehobener Schatz. Ja, also komplett, wie gesagt, die Antwort, komplett wird man die Energieversorgung einer Stadt wohl nicht bei heutigem Bedarf schaffen, aber
Das ist ähnlich wie mit der Nahrung. Ja, in dem Mittelalter bis heute haben natürlich die Regionen um die Städte herum die Städte mit versorgt, mit Nahrung. Mhm. Und so ähnlich wird das mit Energie sein. Ne? Gibt ja. Ich finde das wirklich als unheimlich interessant. Und ich glaube, wenn man diesen Schritt den Gemeinde machen kann, dann auch noch mit der Selbstversorgung kombinieren kann, indem also die Gemeinde möglichst so viel wie möglich an Nahrung und Kleidung vielleicht auch. Ja, auch Kleidung ist ein Thema für die Zukunft. Da gibt es sicherlich Alternativen, ganz gewiss. Die miteinander verbinden kann, dann denke ich, dass wir da ein ganz schönes Stück weiterkommen. Ja. Peter, ich möchte jetzt nochmal vielleicht zum Abschluss auf die Gemeinwohllobby zurückkommen. Wir haben ja versucht, in dem Gesellschaftsvertrag hier das Thema Nachhaltigkeit immer wieder in den verschiedensten Kapiteln mit einfließen zu lassen. Ich weiß noch nicht, ob es uns gelungen ist. Wir hatten sehr viele Vorschläge auch dazu. Ich würde eigentlich wissen möchten, ob du diesen Gesellschaftsvertrag, der ja irgendwann mal ein Verfassungsentwurf werden soll, wie du den einschätzt und ob es da reelle Chancen gibt, zu einer neuen Verfassung zu kommen. Ich weiß, ist eine hypothetische Frage, weil der Weg ist lang dahin, aber vielleicht kannst du da einfach dazu was sagen. Ja, ich muss erst mal schmunzeln, wenn du sagst, wie ich das einschätze. Also ich schätze das wahnsinnig toll ein, was ihr da macht und was da entstanden ist in den letzten 3 Jahren, sind es, glaube ich, inzwischen. Mhm. Dann muss ich, weil vor 3 Jahren, ganz am Anfang noch dieser Entwicklung, hatte ich ein Gespräch mit Marianne. Ich kannte sie noch gar nicht und sie meinte, schau mal hier, wir gibt da schon so einen ersten Entwurf. Und ich habe reingeschaut und habe dann Marianne gesagt, naja, das ist ja schon sehr schön und da sind schon ein paar Verbesserungen drin. Ich mache sofort mit, wenn wir Paragraph 1 und Paragraph 2, wenn wir da die Reihenfolge umstellen. Ja, ich bin der Meinung, Paragraph 1, da gehört der Respekt hin. Respekt vor, nicht nur vor allen Menschen, das auch, aber vor allem der Respekt vor der gesamten Schöpfung. Das ist nach meiner Kenntnis und nach meinen Emotionen, nach allem, was ich in den letzten Jahrzehnten als Wissenschaftler da gesehen habe, ist das der Kernpunkt. Wenn wir den nicht an der Stelle 1 irgendeines Gesellschaftsvertrages setzen, dann werden wir so weiter wursteln wie bisher, weil was am meisten fehlt in allen Verfassungen aller Länder, ist der Respekt vor aller Schöpfung, vor Tieren, vor Pflanzen, ja, vor den Biotopen. Ja, das sind die Gedanken von Albert Schweitzer. Ja, das gehört in Paragraph 1. Und in Paragraph 2 gehört die Gemeinwohlökonomie. Also die Idee, dass wir dass alle Ökonomie dem Gemeinwohl dient und nicht irgendwelchen Profiten. Ja, da meinte Marianne, ja, das klingt ganz gut, ja, finde ich überzeugt. Seitdem steht das drin an Stelle 1 und 2 und seitdem finde ich auch alles, was danach kommt, wunderbar. Also ich fand schon immer alles wunderbar. Ich bin nur der Meinung, die Reihenfolge, die sollten wir eben genau reflektieren. Und das größte Problem aller Verfassungen und Grundgesetze und was auch immer wir da seit dem Mittelalter, seit es sowas gibt, ausprobiert haben, der größte Manko war, dass diese ganzen Verträge anthropozentriert waren. Also die haben nur uns Menschen im Prinzip berücksichtigt. Und wenn irgendwo sowas wie Umwelt kam, dann kam das in Paragraph 27. Und das ist einfach ein Strickfehler, weil solange das so ist und wir immer nur auf uns Menschen, also uns in die Mitte stellen und die Welt um uns herum als Umwelt bezeichnen, was ich auch terminologisch für ein Riesenproblem halte, das ist die Mitwelt. Ja, wir gehören dazu, aber das ist kein, also wir sind nicht in der Mitte und der Rest ist um uns drum. Das ist also schon immer wieder bei Psychologie, bei Begriffsbildung. Ja, Begriffe schaffen auch wieder Wirklichkeiten. Ja, also ich nehme das Wort, dieses unsägliche Wort Umwelt, wenn es irgend geht, nicht in den Mund, nur um jetzt das mal so kurz zu erklären, warum dieses Wort sehr, sehr problematisch ist. Also Mitwelt, Respekt vor aller Schöpfung und Gemeinwohlökonomie. Das finde ich wunderbar, dass wir das da drin haben. Und natürlich auch die Regeln, wie Marianne und viele Menschen im Lande jetzt schon in den ersten Schritten in den 3 Jahren sich überlegt haben, wie wir die Demokratie
wieder reaktivieren können, reanimieren, muss man schon sagen, denn was wir haben, das hat mit Demokratie nur noch sehr wenig, herzlich wenig zu tun. Ja, es kommen Anordnungen ständig raus, insbesondere die letzten 2-3 Jahre, wo es keine Diskussion gibt im Volk, ja, unter den Menschen. Und auch nicht unter Wissenschaftlern oder, ja, weil man halt einen Teil der Wissenschaftler einfach nicht zu Wort kommen lässt. Das ist für mich, ja, das ist mit Volksherrschaft, Demokratie, ist das nicht vereinbar. Aber da haben ja, sind ja in den bisherigen Entwürfen schon neue Ideen drin. So, und jetzt zum anderen Teil der Frage, welche Chancen ich dem gebe. Ja, also du sagst es schon, ja, wir sind keine Propheten alle. Ich sehe, also ich sehe immer zuerst den Paragraph 146, ja, des Grundgesetzes, in dem drin steht, ja, das deutsche Volk und so weiter. Ja, es soll sich, wenn es soll sich, möge sich, wenn es soweit ist, eine Verfassung geben. Das haben wir zum Glück noch schwarz auf weiß. Das steht hinter uns. Das spricht auch, dass das geht im Prinzip. Ja, und Marianne hat ja auch schon von Bundespräsidenten da grünes Licht bekommen und das bestätigt bekommen, dass das also ein völlig legitimer Weg ist. Ja. Andererseits sehe ich ja auch zwei Dinge, die ich ganz kurz nur anreißen möchte. Das eine ist, wenn wir eine Verfassung wollen, die das Grundgesetz ersetzt, dann haben wir eine sehr starke Machtgruppe, die uns da behindern wird. Oh ja. Vom ersten Schritt an bis zum letzten, nämlich die etablierten, also die Menschen in den etablierten Strukturen, die in den letzten, wie lange haben wir das, 70 Jahren etwa, in dem alten System praktisch groß geworden sind, das alte System jetzt tragen, die nichts anderes kennen, die dort ihre Gehälter und Pensionen beziehen, von denen dürfen wir nicht unbedingt erwarten, dass sie Hurra brüllen, wenn wir jetzt kommen und sagen, wir wollen mal eine neue Verfassung, wir wollen neue Spielregeln. Ja, das ist ein Riesenproblem, das müssen wir versuchen irgendwie zu knacken. Und Marianne hat ja immer wieder Ideen, wie wir da rankommen können an dem Punkt. Am Ende, glaube ich, können wir es nur schaffen, wenn wir genügend Leute hinter uns bringen. Also wenn das Volk hinter uns steht, dann wird es keine Diskussion mehr geben müssen. Also das ist das eine, was ich sehe. Und das andere ist, das ist aber was ganz Fundamentales. Ich bin mir nicht sicher, ob die Nationalstaaten, die wir jetzt haben, ob das Gesellschaftsmodell der Zukunft bleiben wird. Ich sehe eher, noch eine Vorbemerkung, Nationalstaaten gab es nicht immer. Die gibt es jetzt seit ein paar hundert, vielleicht auch seit 1000 Jahren. Aber Menschen gibt es seit Hunderttausenden von Jahren. Und wir haben also die allergrößte Zeit unseres Bestehens, der Existenz von Menschen, nicht in Nationalstaaten gelebt. Ja, jetzt haben wir Staaten von Deutschland 80 Millionen und ein paar haben noch mehr Einwohner. Also Staaten, die aus meiner Sicht, was die Hierarchie, die Verwaltungshierarchie angeht, viel zu groß sind. Ja, der Volksmund sagt Wasserkopf dazu. Der Wasserkopf wird immer größer, der praktisch versucht, 80 Millionen Menschen irgendwie zu regulieren. Ja, wir merken das als Volk daran, dass die Bürokratie, ja, dass die zunimmt. Ich habe mit Bürgermeistern gesprochen, die haben mir ihr Leid geklagt, die haben mir gesagt, 80% unserer Zeit brauchen wir, um die immer sich weiter ausbreitende Bürokratie entweder abzuwehren oder zu bekämpfen oder sie zu bedienen. Wir haben keine Zeit mehr für unsere Arbeit. Ja, das Bürgermeister, ja, in großen Rathäusern mit 40 Leuten, die da arbeiten, die haben mir das gesagt, nicht nur einer. Ja, das spricht für mich dafür, dass die Hierarchien zu groß sind und dass wir zu regional aufgestellten Netzen von kleineren Einheiten zurückfinden. Natürlich brauchen wir auch für die, solche wunderbaren Verträge wie diesen Gesellschaftsvertrag, ja, die brauchen wir auch im Kleinen. Deswegen denke ich, ist das, was wir da gemeinsam machen, also ihr vor allem, ich bin ja nicht mehr so ganz zentral drin, das brauchen wir all. Und die Frage, wie groß die Einheiten dann sind, in denen wir diesen Vertrag oder auch in vielen Varianten dann in einem Regionennetzwerk, ja, ähnliche Verträge dann konzipieren, das ist dann noch eine andere Frage. Aber ich bin sehr glücklich, dass es euch und uns gibt, die auf dieser Schiene hier aktiv sind. Und ich danke dir auch ganz persönlich, ja, und natürlich Marianne und allen, die da mitmachen, für euer Engagement. Ja, das ist ja alles ehrenamtlich bislang und ich finde das total schön, dass ihr euch da
jetzt schon seit Jahren stark macht, damit wir hier einen Schritt weiterkommen. Ein großes ja. Ja, danke Peter für deine Ausführungen. Es war wirklich sehr interessant. Ich denke, die Chance, die wir jetzt haben, ja, entstanden durch die Krise, ist durchaus gewachsen, ja, weil zurück können wir nicht mehr, geht einfach nicht mehr. Das heißt, wir müssen nach vorne blicken und dazu ist immer ein gewisser Druck von außen notwendig, damit die Menschen aufwachen, begreifen, nachdenken und dann könnte das durchaus funktionieren. Was du noch gesagt hast, dass wir zu starke zentrale Strukturen haben in Form von Staaten, aber auch über Staaten. Man möge sich nur das Thema EU anschauen. Ja, und wenn wir noch auf die Globalisierung eingehen würden, ja, dann wäre das das Ende der Fahnenstange. Also ich glaube, sehr wohl muss das Ganze im Kleinen von unten nach oben wachsen, wobei eben die Spitze nicht mehr so stark sein soll, gebe ich dir vollkommen recht. Darum sollte das auch möglichst reduziert werden, sodass wir da Regeln haben, die aber dann unten gelebt werden müssen. Und dazu müssen die Menschen bereit sein. Ja, lieber Peter, recht herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut. Und ich wünsche dir im Thema Nachhaltigkeit und bei deiner Arbeit, die du weiterhin ja machen wirst, weiterhin viel Freude und viel Erfolg. Dankeschön und bis bald wieder mal. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.